4'000 Franken Mindestlohn in der Schweiz. Braucht es das? Ja, ja und nein. Man muss halt die Kantone anschauen, oder? Es ist nicht das gleiche in Zürich wie, sagen wir hier, in Brigg, oder? Weil als ich von Deutschschweiz hierher kam, hatte ich Minimum 1'000 Franken weniger Lohn, oder? Das ist schon das Problem, das man nicht einfach von mir aus gesehen nicht so lösen kann und sagen generell alle 4'000 Franken, oder? Ja, es ist dafür oder wieder. Also ich bin mir selber auch noch nicht sicher, wie ich das abstimmen soll. Es ist auf der einen Seite Verständnis, Mindestlohn, auf der anderen Seite bringt es so Nachteile mit, muss ich mich selber noch schlau machen. Es ist einfach eine Tatsache. Ich finde, das ist fair, wenn jeder gleich viel bekommt und keiner irgendwie vernachlässigt wird in diesem Thema. Ja, da bin ich aber nicht ganz gleicher Meinung. Ich finde, das ist meiner Meinung falsch. Weil eben die Jungen immer angesprochen haben, für eine Lehre zu machen. Und eben, da fühlst du dich eben 4'000 Stutz. Und die, die krampfen, haben nicht mehr. Und finde ich dann eben. Ja, das ist schon gut, dass man mehr verdient, oder? Dann kommen mehr Steuern zu holen. Ist so wirtschaftlich umsetzbar? Ja, ja, ich sehe, das wäre schon gut. Weil, für die Schweizer, aber wenn natürlich alle im Gastgewerbe und verschiedene Betriebe auch den Mindestlohn müssen zahlen, werden wahrscheinlich viele Probleme haben. Ich finde, dass vielleicht richtig wäre, je nach Begabung und Ausbildung, dass man da sollte doch einen Unterschied machen. Ich bin zufälligerweise noch Präsident vom Lückerbad-Tourismus. Und wenn wir im Tourismus noch mehr kaputt machen wollen, so müssen wir solche Initiativen ohne. Es ist natürlich auch das goldige Stichwort Tourismus. Mit dieser Initiative ist natürlich ganz klar Nein. Also von mir aus gesehen ganz klar Nein, weil also ist es Gastgewerbe, Hotellerie und so weiter, kann nicht überleben. Also wir müssen hier den freien Wettbewerb spielen. Ich bin schon verrückt worden mit der Einwanderungsinitiative, die SVP da unterstützt hat. Und so machen wir unseren Tourismus kaputt. Mit 4'000 Franken hätten wir dann den höchsten Mindestlohn weltweit. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Wobei kommen wir da zu wenig draus selber. Also das, ja, bin mir selber noch nicht sicher. Dann euch umsetzbar mit uns in der Schweiz? Ja, ich finde das schon. Ich finde, die Schweiz hat genug Geld für das. Das sollte vielleicht ein bisschen weniger an andere Sachen investieren, die nicht so wichtig sind. Von mir aus gesagt, das Problem, die Jungen wollen nachher vielleicht nicht mehr lernen, oder? Und sagen, ich habe ja 4'000, was soll ich? Machen eine Lehre und haben vielleicht nur 3,8, oder? Das ist schon das Problem, oder? 4'000 Franken wäre der höchste Mindestlohn generell, also zu hoch. Ja, sicher nicht. Also zum Leben ist 4'000 Franken ja nicht zu viel. Das ist immer ganz klar, wenn man Versicherung alles rechnet, dann hat man dann mal gleich 4'000 Franken weg, oder? Auszins alles. Aber ich bin wirklich dagegen. Es ist eine Frage des Wettbewerbs. Es gibt Unternehmen, die zum Beispiel Apotheken, die wir hier gerade vis-à-vis stehen, die haben sicher kein Problem, 4'000 Franken zu zahlen. Aber im Restaurant und so weiter, mit der heutigen Preispolitik, mit der Konkurrenz, die wir haben eindeutig Schwierigkeiten mit den Lebensmitteln und mit allem zusammen im Vergleich zu Österreich und so fort. Also da können wir nicht 4'000 Franken. Es gibt vielleicht Betriebe, die das kennen, das sollen sie um Gottes Willen machen. Aber die Betriebe, die das nicht kennen, die wollen wir nicht zwingen und kaputt machen mit dem. Man könnte es einfach anfangen, gerade in der Hotellerie. 10, 20 Rappen auf jedes Kaffee, auf jedes Bier und dann hätte man es raus. Ja, das bin ich auch im Zweifel, ob das wirklich dem richtigen zukommt. Oder? Das ist klar, eine Serviettochter, eine Flurverkäufer, alle die haben sowieso zu wenig Lohn, das ist klar. Aber das alleine können wir nicht entscheiden, dass sie jetzt auf einmal mehr bekommen. Gehen einen Weg schon auf ein Restaurant ein, weil die Zahler nicht mehr können, also besser gesagt, die Vermietungen können nicht mehr zahlen, weil da viel zu teuer ist, ausser er ist Eigentümer, dann geht er da noch, oder? Das sind ganz so populistische Sprichworte, die einfach nicht gehen. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel das Briegespalo einreiche für 3,50 im Bären zahle ich 4,50, dann seht ihr vielleicht, dass die Preispolitik nicht gerade so einfach zu realisieren ist. Bei dem ist klar, ja zum Mindestlohn. Ja, mindestens, ja. Das sowieso.